Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Genki Dama Box von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Genki Dama von Farid Bang. Das Ganze am 29. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 8. Album von Farid Bang. Wir haben hier die Bands for Fans Box, also der Albumtitel steht hier gar nicht drauf. Wir lesen hier wirklich nur Farid Bang Bands for Fans Box. Gut, ich würde sagen, als erstes machen wir mal die Folie ab. Und dann schauen wir uns das Ganze noch im Detail an. Also, die Box von der Optik sieht tatsächlich so aus wie so ein Autositz. Und hier statt dem Logo, statt dem Emblem des Herstellers, haben wir hier dann Farid Bang Bands for Fans Box stehen. Warum heißt die Box so? In dieser Box gibt es ein Gewinnspiel, ein Rubbellos. Und jeder, der die Box kauft, also jeder mit so einem Rubbellos, hat damit die Chance, den Benz, den Mercedes-Benz von Farid Bang zu gewinnen, und zwar einen S63 AMG von Mansory. Ja, das nur am Rande, so kommt diese Box zu ihrer Optik und zu ihrem Titel. Auf der Unterseite haben wir hier das Farid Bang Logo und das Ganze ist hier dann mit den gelben Streifen durchgehend. Es ist auch rein so vom Angreifen her ziemlich heftig, denn das Ganze fühlt sich hier tatsächlich auch so ein bisschen an wie so Leder oder wie so, ja, wie so ein Autositz, so ganz leicht. Wir haben auch hier dieses Muster gut fühlbar. Auf den Seiten haben wir hier das Farid Bang Logo und eben den Schriftzug des Interpreten und des Albumtitels. Auf der Rückseite sieht das so aus. Wir haben hier die Infos, die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze geht hier auf, also der Boxdeckel ist abnehmbar, wenn es funktioniert. So, aber jetzt von innen die Box in schwarz und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier als erstes mal ein Shirt, dann haben wir als zweites einen Windbreaker, die Bonus-EP, die Kamehameha-EP. Das Album an sich, Genki Dama. Dann haben wir hier diverse Sticker. Fünf Sticker, wenn ich jetzt richtig zähle. Dann das Rubbellos und natürlich ein Poster. So, von innen die Box in schwarz. Wir packen den Deckel mal wieder drauf und kommen zum Inhalt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe während der Promophase, dann ist es tatsächlich so, dass diese Box hier nicht in die Chartwertung mit einfließt. Bedeutet, der Inhalt der Box sprengt quasi den Rahmen für die Charts und deswegen werden die Boxverkäufe nicht zu der Chartwertung mit einberechnet. Bedeutet, Farid chartet nur noch mit den regulären CD-Verkäufen. Das Album gibt es ja auch so regulär. Und mit den Streaming-Zahlen. Also die Box hat keinen Einfluss auf seine Platzierung. Und die machen ja doch so vom Wert immer das meiste aus. Deswegen wird es auf jeden Fall eine harte Angelegenheit für ihn. Sonst hätte ich natürlich gesagt, das Album geht auf Platz 1, allerdings ohne die Boxen. Schauen wir mal. So, wir haben hier Shirt und Windbreaker mal aus der Folie geholt. Dann haben wir hier noch die beiden Tonträger. Einmal natürlich das Album, Genki Dama. Und zum zweiten dann die Kamehameha EP. Ja, ich glaube, viele erinnern sich oder haben so Kindheitserinnerungen bei diesen Titeln, denn sowohl Genki Dama als auch Kamehameha sind natürlich zwei Attacken aus der Serie Dragon Ball, die vor allem von Son Goku verwendet wurden.
Und passend auch so zu der Aufteilung her, weil Genki Dama ist so ziemlich die mächtigste Attacke, die es gibt. Und Kamehameha ist natürlich auch extrem mächtig, aber dann doch etwas, ja, sagen wir mal, abgeschwächter. Und deswegen auch hier passend zur EP, die ja so die kleinere Version ist im Gegensatz zum Album. So, wir starten natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Ein reguläres Jewel Case. Farid Bang, Genki Dama lesen wir oben rechts in schwarzer Schrift. Und dann haben wir hier den kleinen, den jungen Farid auf einer Couch sitzend. Hier mit grauem Pullover, einer Trainingshose und einer Kappe. Unten rechts dann noch den Verbraucherhinweis auf Englisch. Dann haben wir hier Infos, also Farid Bang, Genki Dama stehen. Und auf der Rückseite die Tracklist. 14 Tracks sind es geworden. Wir haben hier ohne Ende Features, also sind echt sehr, sehr viele Features. Unter anderem haben wir Features mit dabei von Flair und Kollegah, Haftbefehl, Samra, Capital Bra, 18 Karat außer Kontrolle, Sio, Rimka, French Montana, Capo, Rick Ross, Macho, Sipo, Summer Jam, 18 Karat, Yasko. Also unfassbare Features, speziell so die Ami oder internationalen Features, also French Montana und Rick Ross. Das sind auf jeden Fall Ansagen. Dann dahinter natürlich auch noch die Beteiligten und ein Barcode. Wie gesagt, die CD gibt es auch regulär, ohne die Box zu kaufen. Dann kommen wir mal zum Booklet. Wir haben hier Fotos vom Banger inklusive Tracklist, die sich hier so durchzieht. Hier unter anderem in Paris vor dem Eiffelturm. Weitere Fotos. So sieht das aus. Also Farid Bang hier international unterwegs. Das war dann wohl ein Videodreh. Eventuell sogar der Videodreh zu Teuer Teuer oder zu Stier. Weiter geht's hier mit einem Ferrari Testarossa. Und zum Abschluss natürlich die Credits zum Album. Banger Musik. So, dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. In seinem schlichten Beige gehalten. Genki Dama lesen wir hier wieder. Und die Rückseite ebenso schlicht. So, das war's zum Album. Dann kommen wir als nächstes zur Bonus-EP, zur Kamehameha-EP. Auch hier haben wir Farid Bang abgebildet. Ein Foto aus vergangenen Tagen. Und ja, was soll man dazu sagen? Sieht für mich echt aus wie irgendwie Teil einer Boyband. Als wäre er da irgendwie musikalisch mit anderen Herrschaften unterwegs und versucht hier die jungen Mädchen für seine Musik zu begeistern. Auf jeden Fall zeugt von Selbstbewusstsein, wenn man so ein, ja, Foto auf sein Cover packt. Dann haben wir die Tracklist, 14 Stück, 14, 4 Stück an der Zahl. Ein Feature von Yoni ist auch mit dabei. Und so sieht dann die CD aus. Die kommt hier in so einem Slim Case. Ja. Das war's zu der Musik. Wir kommen zu den Stickern. Fünfmal vorhanden, alle fünf vom Design her ident. Hier so mit Banger Musik Aufdruck. So sieht das aus. Alle quadratisch. Dann haben wir das Rubbellos. Sieht auch so aus wie die kmh-Anzeige bzw. Drehzahlanzeige des Autos, des AMGs. Farid Bang, Genki Dama. Bitte freirubbeln. Auf der Rückseite Banger Musik. Also, ihr wisst, wir haben hier in der Mitte diesen Streifen, den kann man dann entsprechend freirubbeln. Dann kommt darunter ein Code zum Vorschein und diesen Code kann man dann entsprechend eingeben. So, als nächstes kommen wir zum Shirt. Wir haben hier tatsächlich zwei Textilartikel drin: einmal hier das Shirt in Schwarz und dann hier in dieser Polaroid-Optik das Foto, das Cover von Farid Bangs Album Genki Dama, nur eben ohne die Schriftzüge oben rechts. Auf der Rückseite haben wir noch einen Neckprint und zwar lesen wir hier Farid Bang Genki Dama. Und wir haben es hier zu tun mit einem Shirt von Banger Musik One Size und das ist 100% Baumwolle. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir vielleicht hier unten noch irgendwie einen Zettel vorfinden, aber ich befürchte, dass hier nichts weiter. Nein. Okay, also wo genau dieses Shirt herkommt, das kann ich euch leider nicht verraten. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen und kommen
zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Windbreaker, also so eine ganz dünne Jacke, jetzt so für die windigen Tage geeignet. Der Windbreaker, so wie das Shirt, auch hier wieder in Schwarz. Dann hier auf der Brust eine große Tasche, also wie man es oft bei diesen Windbreakern kennt, so eine große Brusttasche hier, die ist mit Klettverschluss zuzumachen. Und dann lesen wir hier groß in Silber den Banger Musik Schriftzug. Hier oben dann noch ein Schriftzug bzw. ein Logo. So sieht das aus, mit Stacheldraht. Dann schauen wir mal rein. Die Kapuze ist auch mit dabei, komplett in Schwarz gehalten. Die hat dann hier links und rechts entsprechend noch hier so zwei Plastikteile und so. Schnüre, um das entsprechend zuzuziehen, die Kapuze, um die enger zu machen. Dann schauen wir uns das mal von hinten an. Okay, auf der Rückseite in Schwarz. Allerdings hat man hier unten am Rückenende tatsächlich dann hier noch so die Infos zum Album draufgepackt. Also von wegen, dass man das nicht weiter verbreiten darf und Raubkopien und so weiter. Die Ärmel sind hier jeweils am Bund vernäht. Und dann schauen wir mal noch ins Innenleben. Also der Reißverschluss, der geht hier wirklich nur bis zur Brust. Man kann das dann hier so überziehen, aber der Reißverschluss ist nicht komplett zu öffnen. Jetzt schaue ich noch, ob wir hier Taschen haben. Nein. Also wir haben hier scheinbar wirklich nur die Brusttasche. Und hier rechts und links keinen Eingriff, keine Taschen mehr. Und wir haben es hier zu tun mit einem Windbreaker. Wo haben wir es? Okay. Da finde ich jetzt gar nichts, also keinen Zettel oder irgendwas, keine Info zur Marke oder zum Material. Das ist spannend. Eventuell, wenn wir unten nochmal reinschauen, würde ich euch schon gerne zeigen. Doch, hier haben wir es. Das habe ich gesucht. So, also wir lesen hier Banger Musik, also dieses Logo hier ist das B und das M. 100% Polyester. Okay, okay. Und ja, mehr steht hier auch wieder nicht. Also auch hier wieder Grüße gehen raus, unbekannterweise, an das Herstellerland. Packen wir den Windbreaker wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier noch das Poster. So, das Poster klappen wir mal auf. Auf der einen Seite ein Schwarz-Weiß-Foto von Farid Bang, wie er uns hier stolz seine Richard Mille präsentiert. Und auf der Rückseite haben wir seine Collage aus diversen Fotos, die wir auch schon im Booklet hatten. Und auch hier drüber lesen wir wieder Farid Bang, Genki Dama. Ja, das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Dann das Shirt, One Size, also Größe L. Dann der Windbreaker, der ist ebenso One Size. Das Rubbellos, die Gewinnchance auf den S63 AMG von Mansori. Dann haben wir die 5 Sticker, allesamt quadratisch. Die Bonus-EP, die Kamehameha-EP mit 4 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Genki Dama, mit insgesamt 14 Tracks. Also insgesamt dann 18 Tracks hier drauf. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Genki Dama bzw. die Bands for Fans Box von Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.